Wir sind bei der Deutschen Meisterschaft im Armwrestling. Der mit dem Bart ist Christian Stahlhofen aus Duisburg. Kampfname Steelhammer. Hi. Hallo. Daniel. Christian, komm rein. Dankeschön. Ja, dann zeige ich dir mal hier unser Allerheiligstes. Ich möchte mehr wissen über das Armwrestling und über die Menschen, die diesen Sport treiben. Das ist die Donja, die möchte heute mal mittrainieren. Und ja. Los geht's. Erklär du mal. Also im Prinzip, ich bin Linkshänder. Ey, das ist super. Er baut auf Linkshänder auf. Genau, die Tische sind beidseitig verwendbar. Armwrestling ist Armdrücken, nur mit festen Regeln. Am besten mit dem Bein, mit dem du drückst, stehst ein bisschen weiter vorne, dann hast du halt mehr Kraft. Du kannst dich hier an dem schwarzen Steg mit dem linken Bein dann quasi auch abdrücken, ne? Also die Bewegung ist quasi, als wenn du jetzt so, ja, so. Hm? Das andere ist reinziehen. Ja, aber nie drücken, ja, sondern immer, ziehen. Immer zu dir ziehen. Ja. So? So. Also, genau. So, okay. So? Ja. Ich habe nur immer ein bisschen Angst, wenn so Anfänger sind, dass die sich wehtun. Muskelkater morgens. Nee, Muskelkater, das ist Knochenbruch. Knochenbruch habe ich immer Angst vor. Was war deine schlimmste Verletzung? Rippenbruch und Bauchmuskel gerissen. Am Tisch? Ja. Oh nein, ich habe jetzt gedrückt und nicht gezogen. Genau. Ist anspruchsvoll, ne? Ja. Arm drücken. Wäre nichts anderes gesagt. Ja, das meinen die meisten halt nicht, ne? Also, das sind auch Bewegungsabläufe, die man erstmal lernen muss, ne? Ja. Viele denken ja, es ist ein stumpfer Sport, aber es geht auch viel um Technik. Ne? Christian ist 33 und deutscher Vizemeister. Sein jüngerer Bruder Philipp, mit dem er hier kämpft, ist sogar Weltmeister. Also alles legal. Steht nichts auf der Dopingliste. Das ist auch wichtig, weil deutsches Produkt. Weil die Gefahr, wenn man jetzt, sag ich mal, irgendwelche ausländischen Produkte kauft, ist halt, dass da Verunreinigungen drin sind und die können schon zu einem positiven Dopingtest führen. Pause, möchtest du mal probieren? Brauche ich das denn? Nein, aber das ist okay, probier mal. Passiert nichts. Wächst dir kein Bart oder so. Schmeckt ganz gut, ganz ja, normal. Ja, ne? Wie, bisschen wie Limo. Ja, kann man trinken. Ich merke schon. Mm. Na, schlägt an bei dir anscheinend. Trainiert wird in Christians Wohnung. Er hat extra ein Zimmer dafür eingerichtet. Er hat sogar einen Verein gegründet. Arm Force Duisburg mit 15 Mitgliedern. Aber schon, kommt schon. Wenn du unbedingt lesen willst, dann kannst du hier dir die Grundlagen vom Krafttraining durchlesen. Ich kann dir natürlich auch mitgeben, anabole Steroide. Ne? So was also, liest du? Ja, man muss sich ja informieren, was die anderen so machen, ne? Ja, also ich habe, ja klar, Englisch, Koreanisch, Russisch. Koreanisch kann ich aber nicht mehr, also habe ich mal angefangen zu lernen. Aber Russisch bin ich ganz gut. Warum Russisch? Durch den Sport, weil du, wenn du auf Weltmeisterschaften fährst, Europameisterschaften etc., die ganzen Länder des ehemaligen Ostblocks, die sprechen alle noch Russisch. Und wenn du ein paar Brocken denen auf Russisch zuwirfst, dann sind es direkt ganz andere Menschen, die werden nett, gucken nicht mehr so böse und unterhalten sich vielleicht auch mal mit dir, wenn du Glück hast. Und da sind auch noch ein paar schöne Frauen dabei, das ist der nette Nebeneffekt. Sein Bruder Philipp bei der letzten Weltmeisterschaft in Litauen. Wochen davor hat er jeden Tag mehrere Stunden trainiert und musste streng Diät halten, um sein Kampfgewicht zu erreichen. Warum gerade Armwrestling? Es ist Kampf Mann gegen Mann, also es ist ein Kampfsport. Gleichzeitig Kraftsport und das ist das Schöne. Ich könnte jetzt auch nur Gewichte heben, aber dann kämpfe ich nicht gegen die Stange, ne? Die wehrt sich nicht so gesehen oder gegen Boxsack oder so, ne? Und so ist es wirklich doch noch Kampf Mann gegen Mann, Arm gegen Arm und man guckt wirklich, wer der Stärkere ist. Ich mag das halt, wenn der Gegner auf mich zukommt und ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen sollte im Fernsehen, aber man hat danach echt dicke Eier, wenn man gewinnt. Und das war ein guter, ne? Es geht hier also darum, der Stärkste zu sein, sein Revier zu verteidigen. Es riecht hier förmlich nach Testosteron. Wenn jetzt welche aus dem Team da hingehen und probieren, irgendwie die Frauen aus dem russischen Team irgendwie anzuquatschen oder so, dann lachen die einen meistens mal aus. Nee, die gucken nur böse und gehen weg. Ja. Und so
quasi, wenn man sich da so einen Namen gemacht hat, ist da was anderes. Also da ist halt, das ist echt. Mal sag so, wie es ist, die kommen in Scharen. So ne? Also wer der Silberrücken ist, kriegt da halt auch immer die Frauen. Ne? Das Weibchen. Also das ist halt einfach so, das ist wie bei Tieren. Also ich schaff's auch so, ne? Ohne da was zu gewinnen, aber... Der nächste Tag. Die Jungs sagen, ich müsse selbst kämpfen. Nur so könne ich die Begeisterung für den Sport nachvollziehen. Sie haben mir dafür den Film mitgegeben, Over the Top mit Sylvester Stallone. Er soll mich motivieren, tut er aber nicht. Ist mir zu viel Show. Nächster Trainingstag. Ich hole Christian von der Arbeit ab. In der Kfz-Werkstatt seines Vaters. Ein Familienbetrieb. In Zukunft soll er die Firma mit seinem Bruder übernehmen. Wir haben ja ein ganz schönes Poser-Foto von ihrem Sohn hier im Büro. Wenn das Glas jetzt ganz wäre, ne, dann sähe er gut aus. Wie stolz sind Sie auf die Jungs? Ja, bin ich schon. Ne? Also könnte ein bisschen fleißiger sein, habe ich ja schon mal gesagt. Aber heute ist die Welt ganz anders als früher. Ne? Ich musste beim Bauern Kartoffeln lesen in den Ferien, um ein paar schöne Tage zu haben. Da haben die Jungs nicht mitgemacht. Ich habe den Hof hier mitgepflastert. Ich hatte abends habe ich Krämpfe in den Daumen gehabt. Das vergisst du alles immer. Aber seine Mutter hat irgendwas in den Muschelarbeit gemacht. Der muss was werden. Was Gutes. Ne? Studieren. Ja. War eigentlich Quatsch, ne? Ja, doch. Aber Bildung, ich meine, du bist schon ganz schön gebildet. Schlau nicht, aber gebildet. Christian hat Biochemie studiert. Jetzt hat er seinen Abschluss gegen den Familienbetrieb eingetauscht. Das hat man ja bei wenig Arbeitsplätzen, ne? Dass man mit der Familie den ganzen Tag zusammen ist und dann noch zusammen isst. Ne? So. Was haben Sie gesagt, als die Söhne meinten, wir fahren jetzt mal zu einer deutschen Meisterschaft im Armwrestling? Ich wusste gar nicht, was das war. Ne? Ich gehe Armdrücken. Das habe ich immer, die Rücken Arm, sage ich heute teilweise noch. Ne? Aber ist schon, also wir waren da in Italien, das war schon richtig eine gute, schöne Veranstaltung. Oder in Polen, boah, da war richtig was los. Kasachstan war ich mit, also war schon richtig. Hier ist das noch so ein bisschen. So ein Außensport und ein bisschen verpönt. Ne? Nach der Arbeit geht es zum Krafttraining. Diesmal im Fitnessstudio. Dreimal die Woche trainiert Christian hier. Ich soll auch mehr Muskeln aufbauen für meinen Kampf. Nur noch eine Woche bis zur Meisterschaft. Doch, ist schon ganz schön schwer. Oh, hervorragend. Ja, das ist ein Talent. Da müssen noch mal so ein paar Scheiben drauf. Boah, das merkst du aber im Rücken, wa? Bisschen Voltaren schlucken. Voltaren schlucken? Das sind ja Schmerztabletten. Das sind doch Schmerztabletten. Ja, ich habe Schmerzen. Komm, wir haben nicht mehr viel Zeit, ich muss gleich zum Klavier. Wieso passt das nicht, Klavier zu ihm? Doch, hat ja auch filigrane Hände. Ja. Okay, stopp. Wir bleiben mal in dem Bereich. Ne? Sehr gut angefangen, aber zwischendurch haben so ein paar Töne gepoltert. Ja, okay. Christian hat viele Interessen. Ist nicht leicht, ihn in eine Schublade zu stecken. Genau. Richtig. Na, guck mal, meine Finger liegen schon auf den Tasten, ne? Mhm. Und ich gebe jetzt kein Armgewicht, kein Schultergewicht, ne? In die Taste, sondern nur der Finger. Wir machen mal eine Übung, pass auf. Du legst die Hände ans Klavier. Weil ich gerade 265 Kreuzheben gemacht habe und ich die Kraft, also, ne, weißt du, ich meine? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht so motiviert jetzt wie beim Kraftsport, ne? Also dann würde ich besser spielen und anders aussehen wahrscheinlich. Heute fahren wir zur deutschen Meisterschaft nach Süddeutschland. Christians Bruder Philipp ist diesmal nicht dabei. Er kriegt den Blinddarm raus. Ich
mache meine letzte Trainingseinheit. Heute ist der große Kampftag. Hallo, Judge. Hallo. Florian Kellersmann ist Christians Teamkollege. Er ist von Beruf Richter beim Amtsgericht Dortmund. Wir haben hier auch einen, der startet immer mit Doktortitel. Ne? Dr. Sioman, der ist heute leider nicht da. Das steht dann auch so in der Siegerliste, also den gibt es auch. Aber man sieht ihn das ja nicht an. Wir sind ja alle hier im Jogginganzug. Und ob der, was man beruflich macht, das steht ja, sieht man nicht. Wissen auch viele gar nicht. Ne? Umgekehrt eben auch nicht. Da fragt auch keiner nach. Das ist ja hier gar kein Thema. Ne? Also da kämpft der Richter mit dem Justizvollzugsbeamten und der andere Athlet ist vielleicht gerade 2 Jahre auf Bewährung draußen. Das spielt hier alles, keine Rolle. Ne? Ready, go! Die Vorrundenkämpfe beginnen. Auch Christian ist gleich dran. Bist du nervös? Ja. Während Christian kämpft, kriege ich ein letztes Coaching von Nationaltrainerin Petra Spatz. So wie du hier abknickst, bist du zu schwach. Guck hier hin. Und ready, go! Jawohl, jawohl. Und ausatmen. Jawohl. Christian kämpft sich locker bis ins Finale durch. Mein Kampf beginnt jetzt. Ich bin motiviert, aber auch aufgeregt. So, nimm dir das so und dann reibst du dir die Handflächen ein, dass sie schön so passen. Meine Gegnerin Natalia Lockstein, mehrfache deutsche Meisterin. Enger, 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 schön mit der Schulter vorkommen, ja! Positiv, 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 positiv. Ziehen, nicht drücken, ziehen. Komm wieder hoch, eng werden, eng werden, eng, eng. Und zieh nach hinten. Ich habe verloren. Regelverstoß. Der Ellenbogen darf den Tisch nicht verlassen. Bitte schön. Danke. War schön? Ich zitter jetzt immer noch irgendwie. Ich bin gerade voll aufgepumpt. Aber ist geil. Wenn du gleich runterkommst, dann denkst du, boah, geil. Ehrlich. Ich meine, wenn du jetzt noch gewonnen hättest, wäre es noch ein bisschen geiler. Aber du hast gut gekämpft. Das ist manchmal mehr wert als schlecht zu gewinnen. Ich habe jetzt einen aufrechten Gang, Leute. Dicke Eier, ne? Das Finale. Es geht um den Titel. Christian hat verloren und ist enttäuscht. Den 2. Platz dieses Jahr aus Duisburg, Christian Stahlhofen. Ich muss echt aufpassen, dass ich mir nicht den Titel ewiger Zweiter zulege. Beim Armwrestling geht es darum, sich zu messen. Wer ist der Stärkste? Anders als Christian nehme ich ein gutes Gefühl mit nach Hause. Ich habe mich dem Kampf gestellt, habe mich stark gefühlt. Ich habe den Kick gespürt, den die Jungs jedes Mal bekommen, wenn sie antreten.